Hallo und herzlich willkommen zur katholischen Theologie und Geschichte. Heute möchte ich euch wieder ein kleines Buch vorstellen. Es geht um das Thema Papsttum. Ich wurde von einigen Leuten gefragt, in Mails, bei Telegram, aber auch im echten Leben, woher ich denn meine Sachen habe, beziehungsweise woher ich mein Wissen beziehe. Die Frage ist ein bisschen komplizierter zu beantworten, weil es sind mehrere Quellen, wo ich meine Sachen herausziehe und verschiedene YouTube-Kanäle, aber vor allem auch Bücher, die mir empfohlen wurden von Geschwistern, die in Amerika Apologetik machen und die das sehr erfolgreich machen. Also es ist so ein bisschen wie das Vorbild von uns und weil uns der Glaube am Herzen liegt und weil uns die Kirche am Herzen liegt, wollen wir natürlich auch hier etwas im deutschen Sprachraum tun. Für die Katholiken und auch für die, die auf der Suche nach der Wahrheit sind, die im Herzen wissen wollen, was die Fülle der Wahrheit ist. Und die Fülle der Wahrheit ist die Einheit mit dem Stuhl Petri. Und das ist auch das Thema des Buches. Ich zeige es euch mal kurz. Es ist von Steve Ray, Up on This Rock. Man muss nicht perfekt Englisch können, um es zu lesen. Das kann ich euch auch sagen, es ist sehr einfach geschrieben. Voller Zitate aus den Vätern, voller Bibelzitate und was auch noch dazu kommt, er geht noch wunderbar darauf ein, wie zu der Zeit des Herrn die Autoritäten verteilt waren. Das bedeutet, die Hohepriester der Juden hatten eine gültige Autorität der damaligen Zeit, die der Herr dann auch anerkannt hat. Wer bei dem Stream damals mit bei Dennis war, mit Nature 23, der wird sich wahrscheinlich noch daran erinnern können, vielleicht, dass ich kurz dieses Argument gebracht habe und die Transformierung der Autorität von den Juden, von den jüdischen Priester, von der jüdischen Priesterschaft auf die Apostel durch den Herrn, ist hier schon beschrieben. Das bedeutet, ihr lernt wirklich extrem viel. Das ist so die Grundlage, das Grundgerüst für das Papsttum. Definitiv in diesem Buch. Also das kann ich euch nur empfehlen. Ich kann mich nicht mal an den Preis erinnern, leider Gottes, aber ich kann mich nur daran erinnern, dass mir das extrem geholfen hat. Ich hatte es auch einem Priester geschenkt, der hier leider den Ort verlassen hat. Und es hat auf jeden Fall viel gebracht bei mir. Ich habe viel gelernt. Da sind auch Argumente dabei auf die typischen Fragen, die Protestanten gerne stellen. Und es ist auch gut für Orthodoxe, das Buch, die gerne mehr wissen wollen über das Thema Papsttum. Aber auch wirklich vor allem für Protestanten, weil Steve Ray, also der Stephen oder Stephen Ray, sein voller Name, aus seinem baptistischen Hintergrund ist. Also der war Baptist und dann ist er zur Fülle der Wahrheit konvertiert, zur katholischen Kirche. Und der schreibt, und mit dem Background, mit dem, was er alles auf dem Rücken hat, und die lesen ja die Bibel sehr viel, das muss man den Freikirchen lassen, dass sie das viel besser machen als die meisten Katholiken, leider Gottes. Und mit dem Hintergrund hatte sich dann natürlich an dieses Buch gemacht und mit seinem Bibelwissen und der Tradition und Logik, definitiver Logik, die man hier herausliest, hatte dann das Papst wunderbar erklärt. Also ich kann euch wirklich empfehlen, wer mehr zu dem Thema wissen will, und es gibt auch viele andere Bücher zum Papsttum, die ich vielleicht auch vorstellen kann, wenn euch diese Buchvorstellungen interessieren. Aber das hier, das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Das ist wirklich sehr gut. Und ja, so viel zu dem Buch. Morgen gibt es einen Stream. Das will ich auch noch verkünden, schnell, bevor ich dieses Video beende. Morgen gibt es einen Stream auf meinem Kanal mit Dennis, mit Max und Marcel zum Thema Sola Scriptura. Da müsst ihr dabei sein, das müsst ihr unbedingt sehen. Wenn euch unser Kram hier gefällt, den wir machen, dann liked das Video, teilt es und abonniert den Kanal. Ich wünsche euch Gottes Segen, bis zum nächsten Mal.